Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Spore. Ja, unser Planet Wooly möchte irgendwie nicht so, wie ich das möchte. Der möchte nämlich nicht T1 werden. Das ist nämlich ein ganz, ganz böser Planet. Ja, das heißt, wir brauchen allerdings jetzt erstmal, es nutzt uns ja trotzdem nichts, wir brauchen erstmal Kohle. Es zählt ja alles letztlich nichts. So, hier nochmal ein bisschen Gewürz einsammeln, dann hier ein bisschen Gewürz einsammeln. Da waren es nur 3 Gewürz. Ah, okay. Das heißt, hier erstmal natürlich erstmal nur den Angriff nochmal verteidigen. So, wer ist hier drauf? Ah, Lila natürlich wieder, wie immer. So, zack, zack, zack. 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 Okay, gut. Ups. So, dann fliegen wir noch hinter einem letzten Schiff her. Beziehungsweise das letzte Schiff ist es dann doch noch nicht ganz. Oh, put. Wunderbar. Ah, hier haben wir sogar. Oh, hier können wir sogar Kohle einsammeln. Aber wir haben gerade irgendwie die Hälfte haben wir gerade irgendwo hin versiebt. Keine Ahnung, wo es hin ist. Hier ist zum Beispiel noch eins. 7900 bringt das. Und da ist zum Beispiel auch noch eins. Die Kohle mal noch mit einzusammeln, wenn sie schon hier einfach nur irgendwo rumliegt. Hier noch irgendwo was? Oh, hier sind sogar Ruinen einer alten Stadt. Ich glaube, da waren wir sogar gewesen und hatten das gescannt, glaube ich. Das ist allerdings auch schon ein paar Völkchen her. So. Da ist noch was. Oh, hier ist auch noch was. Hey, ja, gefunden. Ja, du erkommst mir nicht. Nein! Alter. Gut. So, die Pflanze, die nehmen wir natürlich auch so noch mit. Wobei, wir haben hier sogar noch was irgendwo. Ja, durch die ganzen Angriffe. Oh, hier ist sogar noch. Ist ja wirklich nochmal irgendwie ein Artefakt, was Seltenes sogar. Tentakelschlund erschaffen. Aha. Okay. Wir reden trotzdem mal gern geschehen. Handel. Habt ihr so nice seitige Döns? Eissturm nochmal? Jawohl, den habt ihr. So, 50.000 haben wir jetzt noch übrig. Aber müssen wir mal schauen, ob wir den Planeten irgendwie noch auf dieses T3-Niveau gehoben bekommen. Das ist ungefähr so ziemlich mein aktuellstes Hauptziel. Dann wahrscheinlich allerdings auch nochmal den Terra-Score des kompletten Planeten erheben müssen. So, wir haben jetzt. Ja, also auf jeden Fall die Atmosphäre muss auf jeden Fall auch nochmal nach oben. Wie man so sehen kann. Das heißt, wir platzieren jetzt trotzdem erstmal den Eissturm. Schmeißen demzufolge erstmal die Temperatur nochmal etwas nach unten. Wird sowieso nicht ganz nach unten gehen. Und wir reden jetzt mal mit hier. Ups. Handel. Oh, die kaufen das hier ganz schön teuer ein. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch etwas den einen Atmosphärengenerator. 150.000 können wir uns gerade so noch leisten. Das muss doch dann reichen jetzt für Wooly. Hm.
Na, schauen wir mal, ob es reicht oder nicht. Ah, bisher sieht es gut aus. Ah, wir müssen jetzt den Planeten stabilisieren. So, das heißt, große Pflanze. Ah, okay. Dann brauchen wir eine kleine Pflanze. Eine mittlere Pflanze. Okay, und dann brauchen wir natürlich noch die Pflanzenfresser. Und wen brauchen wir noch? Nochmal Pflanzenfresser. Wir gehen mal ein bisschen weiter ran, damit es etwas schneller geht. Und haben wir noch irgendwo hier was? Pflanzen, Pflanzis, Fleischi. Noch. Und wir brauchen einmal Pflanzenfresser, brauchen wir glaube ich noch irgendwo. Wir werden hier glaube ich Krokus hatten wir dann noch gehabt. Genau. So. Du hast einen Teil des Ökosystems fertiggestellt und kannst nun verbesserte Kolonien errichten. Okay. Das heißt, wir können jetzt insgesamt 3 Kolonien auf dem Planeten hier errichten. Ja, das werden wir jetzt auch nochmal machen. Um da halt die Kolonien noch zu errichten. So, eine Kolonie hätten wir errichtet. Brauchen dann allerdings auch schon wieder hier, auch dafür wieder Kohle. Um auch diese Kolonie hier vernünftigerweise irgendwie. Naja, das dauert hier gerade auf. Ja, dauert man doch einfach mal. Und fliegen halt einfach mal um den Planeten herum und schauen uns mal das an, was wir da so geschaffen haben. Weil wir ihn ja noch ein Stück weit verändern können. Was haben wir denn da? Wir können jetzt Tentakelmeere, wir könnten jetzt hier zum Beispiel süße Mauern. Was macht das hier zum Beispiel? Aha, okay. Süße Hügel. Oh, süß. Süß. Was haben wir noch? Wir hatten jetzt hier Tentakel, Schlund, Getriebe. Hätten wir ein Getriebe, haben wir gar nichts. Kristall. Kristallberg. Oh. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, okay. Die Kolonie müsste eigentlich wieder verfügbar sein. Ich habe hier noch ein bisschen dran rumgespielt. Wie gesagt, Möglichkeiten gibt es ja auf jeden Fall viele. Ja, den Kristall, den lassen wir dann einfach mal so stehen. So. Den machen wir dann jetzt hier nicht weg, wenn wir dann gerade schon erschaffen haben, den Kristall. Dann machen wir hier die Kolonie hin. Und ja, besorgen uns jetzt einfach mal etwas an, ja, etwas an Geld, beziehungsweise wieder mal etwas an Gewürzen erstmal, damit wir die Gewürze dann auch wieder gewinnbringend auf dem Markt verkaufen können. So, ich glaube, in einer der letzten Folgen wurde ja dann auch mir gesagt, dass ich schon 7 Millionen Dollar so eingenommen habe an Spo. An Spur-Dollar. So, hier waren 15 dabei gewesen gerade. Ich weiß nicht, irgendein System war trotzdem noch meine gewesen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr welches. Was war denn noch? Ich habe keine Energie mehr. Irgendeins gehörte doch noch zu mir, was ich auch eingenommen hatte. War das das? Lia? War doch nicht das Lia-System, oder? Da ist ja irgendwie auch gar nichts. Lia-System ist nix. Wem gehört das System denn? Oh, Amahani-Reich. Vulpe unbeansprucht. Okay. Hier ist sogar noch was von dem Amahani-Reich übrig geblieben. Okay. Das wusste ich auch noch nicht. Dass sie sogar noch ein Gebiet haben. Das könnten wir ja uns eigentlich auch nochmal aneignen, theoretischerweise. So, seid gegrüßt. Reparieren, aufladen und lebt wohl. So, dann haben wir Lucana. Wir fliegen erstmal nach Lucana und gucken mal, ob wir im System vielleicht was verkaufen können. Ha. Handel. Jo, die haben ja wirklich gute Preise. Da wir viel Gewürz haben, bedeutet es auch viele, viele Einnahmen jetzt für uns.
Lebe wohl. So, eine Million ist schon mal nicht schlecht. So, wir schnappen uns jetzt mal hier dieses System mal noch. Das nervt mich nämlich, dass die eigentlich da sind noch. Ich hätte nämlich eigentlich nicht gedacht, dass die überhaupt noch einen Planeten haben. Eigentlich hatte ich gedacht, ich habe die komplett ausgelöscht. Aber scheinbar ja nicht. So, dann kommt mal her, meine Freunde der Sonne. Hilfe gibt es ja hier irgendwie auch noch die Crocs und ja, schauen wir mal, wie was das noch so bringt mit sich, das Ganze hier. Aber es ist sowieso nur eine ganz, ganz einfache Kolonie hier. Da ist nicht mal irgendwas großartig drauf auf dem Planeten. So, da geht man einmal mit dem Laser drüber, ist die Kolonie mein Eroberungssystem. Oh ja, ich beanspruche diesen Ort für mich. Und damit habe ich eine weitere Kolonie dem Reich meinem hinzugefügt. So, wir haben hier auf jeden Fall noch so ein paar Creditkisten hier wieder von den zerstörten Raumschiffen. So, was gibt's an Credits? Ja, 8000 immerhin. Nicht schlecht. Aber irgendwie gibt es diese arme Hani trotzdem noch. Es wurde zumindest nicht wirklich irgendwie was angezeigt. Aber wir werden hier auf Vulpe werden wir. Wird ein Signal empfangen. Schauen wir mal, was für ein Signal das wäre. Ah, da unten ist ein Signal. So, hoch mit dir. Und wir haben süße Meere. Oh, süße Meere. Aha, okay. Gut, da sieht man das jetzt, dass das ein kleines Meer ist. Aber ist ja auch kein Problem. So, jetzt haben wir hier oben, das sind alles unsere, so ziemlich unsere Verbündeten. Und da mittendrin ist halt das Sternensystem, beziehungsweise das Reich von uns. Mit Erde 2, beziehungsweise Kade. Und dann haben wir hier unten Agaf. Aha. Greift Eraven an. Ja, gut, schadet ja nicht, ne? Des Flixels reicht. Gut. Wir wollten ja auf jeden Fall noch unsere Kolonien definitiv noch ausbauen und dann werden wir uns mal in den nächsten Folgen dann auch nochmal damit beschäftigen. Ja, die Ziele auf jeden Fall nochmal zu erfolgen. Wir haben ja mit den Missionszielen relativ wenig gemacht in letzter Zeit. Ah, das war das Peitra. Das war der Peitra-Planet. Den wollen wir nicht. Wir wollen auf den anderen Planeten. Nämlich auf Wule. Wule. Weil das sind nämlich gut 30 Gewürze mittlerweile dort, was wir da von diesem Planeten halt überhaupt so bekommen. Allein. So, ich glaube, das haben wir das erste komplett ausgebaut. Ich glaube, das war komplett ausgebaut. Genau. Haben das allerdings, glaube ich, nicht noch mit Geschützen bestückt. Hoffen wir einfach mal, dass da nicht viel passiert. Fabrik. Haus. Unterhaltung. Haus. Fabrik. Haus. Unterhaltung. Fabrik. Ups. Fabrik. Haus. Unterhaltung. Und wo wir nur so eine Fabrik platzieren können hier. Genau. So passt das doch. So, dann bauen wir auch hier nochmal Haus, dann Nebenhaus, dann Kultur, hier noch so ein Ding, dann haben wir hier ein Haus, Kultur, Fabrik, Haus, Fabrik, Haus und Kultur brauchen wir nicht nochmal. Was machen wir dann? Dann machen wir halt
Ja, klar, machen wir halt noch eine Fabrik. Gucken wir mal, ob das passt. Jawohl, nee, passt nicht. Dann werden die unzufrieden, das wollen wir nicht. Dann lassen wir das halt einfach. Ich denke, das lassen wir einfach. Okay, und somit haben wir auch eine auf unserer Kolonie, die auch nochmal gut bestückt. Beziehungsweise nicht schlecht bestückt. So, und somit damit weiteres Gewürz sich zu holen. Und in der nächsten Folge, ich denke, da werden wir uns dann mal hier unten beschäftigen mit diesem Kriegsgebiet. Sind ja jetzt auch schon, naja, okay. Haben ein kleines Stück, haben wir jetzt bisher erobert. Ja, wir werden mal schauen, wie weit wir das Let's Play hier noch so durchspielen. Wir werden es nicht bis hier unten, wo ich meinen Mauszeiger gerade habe, werden wir das nicht durchspielen. Aber müssen mal schauen halt, wie weit wir es hinbekommen oder wie weit wir es eben auch nicht hinbekommen. Und besser geht's ja noch. Und ja, es wiederholt sich natürlich auch immer dann viel. Und ja, wir schauen halt einfach mal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.